So, dann fangen wir einfach wieder von vorne an. Das hat ja jetzt gerade nicht geklappt. Wir haben einen einzigen Tag überlebt. Das macht uns aber nichts. Ich würde sagen, wir laden jetzt auch nicht den Spielstand, sondern fangen wirklich einmal wieder von vorne an, um zu gucken, ob wir es vielleicht diesmal anders machen. Vielleicht werden wir auch diesmal nicht gefangen genommen. Ich fand das zwar richtig interessant jetzt in der Höhle gerade, aber das war ja nicht Ziel und Zweck der ganzen Unternehmung. Okay, wir haben einen Tag überlebt, also ist ja nicht gerade eine gute Leistung. Wobei ich es eigentlich ganz interessant finde, in diese Höhle zu kommen. Das heißt, ich werde mich demnächst auch auf jeden Fall wieder kidnappen lassen, aber wir bereiten uns natürlich diesmal vor. Das heißt, auf jeden Fall auch nicht so schnell. So, wir rüsten uns jetzt hier erstmal wieder aus. Dass ich irgendwas übersehe. So, die Axt. So, da wären wir. Diesmal versuche ich ein bisschen weiter wegzulaufen, beziehungsweise mich zu entfernen von dem Wrack. Vielleicht war ich auch einfach zu nah dran. Ich weiß gar nicht, ob mir diese Sachen, die ich hier drin finde, überhaupt irgendwas bringen. Also, wobei. Am besten, ich sammle so viel wie möglich. Versuche vor allem vielleicht diesmal auch fließendes Wasser zu finden. Dann habe ich nämlich, glaube ich, keine Probleme. Das wird vieles einfacher machen. So, das hätten wir. Ich will jetzt hier auch nicht zu viel mitnehmen. Am besten ein paar Stöcker schon mal, falls ich gleich direkt ein Lager mache. Ich denke, das reicht fürs Erste. Wir haben jetzt natürlich auch keine Karte mehr, so wie vorhin. Okay, hätte ja klappen können. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal hier runter oder hier rauf, in der Hoffnung, Wasser zu finden. Wenn man mal stehen bleibt und ein bisschen lauscht, dann höre ich kein Wasser. Vielleicht wäre es auch wirklich sinnvoll, direkt mal nicht nur so ein kleines Hunting-Shelter zu machen, sondern vielleicht direkt mal eine Hütte. Ich glaube, das werde ich diesmal so machen. Da haben wir, glaube ich, mehr von. Vor allem auch auf längere Sicht gesehen. Hier ist ein schönes kleines Tal. Da sehe ich aber auch schon so ein Totem oder so eine Markierung von den Kannibalen. Da gehe ich am besten hier auch. Vielleicht stecken die auch damit so ihr Gebiet ab. Ich weiß es nicht. Kommt es die ganze Zeit so vor, als würde ich einen Fluss in der Nähe oder so hören, aber hier ist gar nichts. Oh, da hinten ist, glaube ich, irgendwas. Was ich ein bisschen schade finde, dass ich bisher, also ich habe es bisher noch nicht gesehen, kann ja sein, dass es welche gibt, keinerlei Raubtiere gesehen habe. Okay, hier ist jetzt ein kleiner See und ein paar Hütten. Kann ich das Wasser trinken? Nee, kann ich scheinbar nicht. Also was ich sagen wollte, keine Raubtiere sehe, so etwas wie Wölfe oder Bären oder
Puhmaster ist schon so einer. Habe ich jetzt erstmal keine Lust drauf. Ich hau jetzt schnell ab. Also man sieht natürlich alle Art von anderen Tieren. Wie Hasen, hier Warane oder Rehe. Aber keine Raubtiere. Da ist ein Segelboot. Und da ist tatsächlich jemand drauf. So wie es aussieht. Vielleicht ist das schon die Rettung. Da steht tatsächlich jemand. Und hier sind zwei tote weiße Haie. Oh. Da steht tatsächlich jemand auf dem Boot drauf. Der bewegt sich auch. Da schwimme ich mal hin. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich werde jetzt nicht von einem Hai angegriffen. Wie komme ich hier drauf? Spring einfach. Bin ich bekloppt? Hier stand doch gerade jemand. Oder habe ich mich geirrt? Vielleicht war es auch nur eine Fata Morgana. Yacht. Summer Edition. Okay. Nicht, dass mich jetzt hier unten jemand angreift. Also ich hätte schwören können, dass hier gerade jemand war. Ah, hier kann ich aber auch speichern. Das mache ich jetzt direkt mal. Zachary. Der dicke kleine Zachary wird vermisst. Scheint eine verbrannte Leiche zu sein. Alter, was ist das denn? Das sah aus wie ein Mensch mit vier Beinen. Okay, anscheinend gibt es hier nicht mehr. Noch ein Foto. Da erkenne ich jetzt nichts. Scheint aber auf diesem Boot hier aufgenommen worden zu sein. Kann ich hier irgendwas öffnen? Herd kann ich auch nicht benutzen. Eine Bibel. Teddybär. Das war's, denke ich. Also hier stand definitiv hier jemand auf dem Deck gerade. Vielleicht kann ich irgendwas mit dem Reifen hier anfangen. Nee, kann ich nicht. Dann schwimme ich einfach mal wieder zurück. Okay, wir haben Durst. Zum Glück haben wir auch noch relativ viel Soda. Vielleicht sollte ich auch direkt am Strand mein Lager aufbauen. Dann hätte ich nämlich das Wasser im Rücken, weil... Ah, die Schildkröte, die muss ich töten. Geht nicht? Doch. Den Schildkrötenpanzer, das hatte ich nämlich schon gesehen in diesem Buch. Daraus können wir uns nämlich einen Wassersammler bauen. Und außerdem gibt es Fleisch. Okay, scheinbar kann ich nur einen Schildkrötenpanzer tragen, ist auch verständlich. Aber das gibt trotzdem hier Fleisch. Mir tut es ja leid für die armen kleinen Schildkröten, weil die auch so langsam sind und sich nicht wehren können, aber ich muss überleben. Ich brauche das Fleisch. Es ist für einen guten Zweck. So, ich würde sagen, wir versuchen es einfach hier mal am Strand. Erstmal trinke ich was. So. Ich
Mit dem Hai kann ich nichts anfangen. Ich glaube, ich werde unser Lager hier an diesen Felsen aufbauen, damit ich die Felsen zumindest im Rücken habe. So, dann schauen wir mal. Okay, 82 Baumstämme. Vielleicht bauen wir auch erstmal eine kleine. Frage stellt sich für mich aber die Frage, ob man da überhaupt reingehen kann. Vielleicht sollte man auch direkt eine große machen. Das sieht doch besser aus. Kann man sogar ein bisschen erhöht machen, wenn man möchte. Aber dann weiß ich nicht, ob wir da überhaupt reinkommen. Machen es mal so. Okay, 89 Baumstämme. Na, das kann ja was werden. Aber erstmal machen wir uns hier ein kleines Feuerchen. Bonfire, das machen wir uns mal. Oder ein Firepit ist noch besser. Das hält wahrscheinlich auch länger. Okay, da brauche ich noch einen einzigen Stein für. Hier lagen definitiv noch welche rum. So, das hätten wir. Dann, was ich ja gerade richtig gut fand, was wir hatten, war dieses Drying Rack. Das denke ich auch. Auf jeden Fall den Water Collector. Den bauen wir uns mal hier hin. Da hätten wir auch schon alles für da, falls es mal regnen sollte. Und ansonsten, das Drying Rack finde ich wirklich auch super, weil wir da Fleisch trocknen können und somit auch haltbar machen können. Okay, da brauche ich 16 Stöcker noch für. Aber kümmern wir uns erstmal um das Häuschen. Die Stöcker können wir auch direkt mitnehmen. Mit der anderen Axt, die wir bei der letzten Folge hatten, hätte man die Bäume wahrscheinlich viel schneller fällen können. Aber die haben wir jetzt leider nicht mehr. Aber so geht's auch. Das kann ja dauern. Ich vergesse das jedes Mal einzustellen. Ich dachte eigentlich, das würde übernommen werden, diesen Color Grading Filter. Finde ich eigentlich diesen hier am schönsten. Ich denke mal, zu zweit oder zu dritt geht das hier wesentlich schneller, gerade wenn man so eine fette Hütte machen will. Aber wir sind halt nun mal alleine. Und damit müssen wir auch klarkommen. Ich glaube, je größer der Baum, desto mehr Baumstämme gibt er logischerweise her. Ich nehme mal diesen hier, der scheint mir ein bisschen dicker zu sein. Oh, keine Ausdauer mehr. Bisschen Pause. Schauen wir mal ins Inventar. Wir haben relativ viel Fleisch gesammelt. Wir haben ein Seil. Daraus könnten wir uns einen Bogen machen, soweit ich weiß. Snowshoes crafted Bow. Wie mache ich den? Crafted Club. Okay, muss ich gleich nochmal nachschauen. Das kenne ich jetzt so nicht. Vielleicht sollte ich auch zuerst ein paar Bäume fällen und mir dann die Baumstämme schnappen. Das ist, glaube ich, besser. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt zu lange an einer Stelle bleibe und hier so laut rumhacke, dass die Kannibalen wieder kommen. Thank you.
Moment mal. Wo sind denn die ganzen anderen Stämme von dem? Ach, hier. Ja, alles klar. Schade, dass wir nur zwei tragen können. Uns wird es wesentlich schneller gehen, aber ist natürlich auch realistisch. Wahrscheinlich können wir im echten Leben noch nicht mal einen tragen alleine. Es wird, glaube ich, gleich dunkel. Ich glaube, wir sollten vielleicht ein bisschen umdenken. Also, die Hütte finde ich auf jeden Fall gut. Die werden wir auch auf jeden Fall machen. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt nochmal so einen, genau, einen vorübergehenden Shelter. Aber ich mache einen Hunting-Shelter. Und zwar hier hin. Weil die Sonne gleich untergeht und ich unbedingt speichern möchte und ich habe jetzt keine Lust da zum Boot wieder zu schwimmen. Wir brauchen noch zwei Steine, davon haben wir hier zum Glück genug. Der Stein ist es nicht. Wo wir schon mal am Sammeln sind, schaue ich auch direkt einmal in alle Koffer noch mal rein. Steine hätten wir genug, wir brauchen noch 21 Stücke. Achso, okay, wegen des Drying Racks. Aber ich kümmere mich jetzt erstmal um den Unterschlupf. Okay, oh, hier ist ein Grab. Juni 82. Boah, das ist aber lange her. Okay, das Grab können wir nicht zerstören. Finde ich auch gut. Wir brauchen dringend Stöcker. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie viele wir brauchen, aber ich sammle jetzt einfach so viele, wie ich finden kann oder tragen kann. Und dann schauen wir mal weiter. Aber die Gegend hier scheint ruhig zu sein. Okay, wir können keine mehr tragen, alles klar. Schön wäre es auch, wenn es mal ein Game gäbe, wo auch wirklich mal Echtzeitwetter zu sehen ist, beziehungsweise auch die, also der Tag- und Nachtwechsel auch in Echtzeit geschieht. Ist natürlich relativ zeitaufwendig wäre zu spielen, aber es wäre immerhin realistisch. Okay, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen jetzt, okay, jetzt brauchen wir noch weitere Holzstämme. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar. Ich glaube, die werden für dieses Hunting Shelter ausreichen. Jetzt auf jeden Fall mich beeilen, bevor es dunkel wird. Okay, wir brauchen hier noch 5 Stück. Vielleicht haben wir die auch schon zusammen. Irgendwo hier unten liegen noch welche. Rechts ist noch einer. Okay, wir sind auch hungrig. Durst haben wir noch keinen. Zu meinen Notizen wurde irgendetwas hinzugefügt. Wir brauchen jetzt noch 3 Stück. Ich ruhe mich jetzt einmal hier ein bisschen aus. Ich esse mal ein Stück. Notizen. Ah, okay. Irgendwas blinkt hier auf. Find Timmy Setup Camp, okay. Geht es mit dem Fallen, das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Oh, es ist schon dunkel geworden.
Muss jetzt noch schnell. Moment. Drei Baumstämme brauche ich noch. Die schnappe ich mir eben noch und dann zünden wir das Feuer an und hoffen, dass wir auch diese Nacht noch überstehen. Die Baumstämme, die ich hier gerade liegen hatte, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ich fäll lieber einen Baum. Ich weiß, dass man so mit dem Feuerzeug auch hacken kann. Das sollte dann auf jeden Fall genügen, wenn wir diesen Baum jetzt noch gehackt haben, gefällt haben. Immer wieder schön aus. Okay, es wird wirklich sehr, sehr schnell dunkel, wenn die Sonne einmal untergegangen ist. Okay, wir brauchen jetzt noch einen einzigen. Und dann hätten wir es geschafft. Ich finde es auch richtig gut, dass ich jetzt hier auch nichts höre. Das heißt, keinerlei Kannibalen in der Nähe. Wobei ich mich nicht zu früh freuen will, weil ich jetzt gerade schon was gehört habe. Und ich ehrlich gesagt jetzt nicht weiß, wo ich den Baum gefällt habe. Ach hier. Oh, scheiße, ich höre irgendwas. Oh. Schnell weg. So, das hätten wir. Jetzt zünden wir direkt mal das Feuer an. Ich denke, das brennt länger als das andere. Okay, dieses Drying Rack haben wir noch nicht fertig. Und da kommen sie schon. Die können auch nicht locker lassen, die Penner, ehrlich. Das sind sogar drei Stück. Ich bezweifle, dass ich... Alter, ey. So. Da kommen ja immer mehr, oder? Nee, die war gar nicht tot. Die Olle. So, jetzt aber. Puh, mein Gott. Kriegt man echt ein bisschen Gänsehaut bei diesen Typen. Okay, das bringt mir nichts. Okay, jetzt habe ich drei Stück getötet. Ich hoffe nicht, dass das irgendwen anlockt. Was ich ein bisschen störend finde, ist, dass dieses Gebilde hier halt mir immer angezeigt wird, weil ich es ja auch gerade baue. Das irritiert ein bisschen in der Sicht. Aber so ist es halt. Oh. Da ist noch einer. Das hätten wir auch. Ich hoffe, das war's jetzt erstmal. Vielleicht sollte ich auch mal das Feuer ausmachen. Das lockt sie wahrscheinlich die ganze Zeit an. Aber nee, das werde ich erstmal anlassen. Essen und trinken noch ein bisschen. Hier haben wir. Oh, Moment, wir haben hier Kassetten. Moment. Also es hört ja gar nicht mehr auf. Alter, ey. Die lassen ja gar nicht locker. Geil. Wie mache ich das wieder aus? Ach, ich kann mich auch... Sehe ich gerade? Scheiße. Ich würde gerne die Musik ausmachen. Naja, egal. Da haben wir jetzt halt ein bisschen Musik. Ja.
frage mich jetzt gerade wirklich, wie ich die Musik ausmache. Ah, okay. Alles. Nee, jetzt fängt es wieder von vorne an. Scheiße. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ich würde sagen, wir speichern jetzt einmal. So, wir speichern jetzt einmal und ich würde sagen, ich überschlafe jetzt einmal die Nacht. So, das hätten wir jetzt auch überstanden. Och ne, ich habe die Nacht doch, habe ich überschlafen. Und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal wieder mit dieser Episode und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.